Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im neuen Modus. In der letzten Folge haben wir die Prüfungen der Crocs abgeschlossen. Die ja noch nicht ganz. Man muss tatsächlich wirklich bis zum Ende warten. Ich habe mir Fehler, ich habe mich sofort zurückteleportiert. Ich hätte einfach hier warten müssen. Ich habe dann einfach die Prüfung nochmal angenommen, bin hierher gerannt, habe mich hier warten hingestellt und habe halt eben gewartet. Jetzt ist er endlich da. Wenn ich jetzt glaube, ich habe die Prüfung geschafft. Hä? Wer ist da? Du bist so der Held. Wer hat der Held die Prüfung geschafft? Und zwar ganz alleine. Oh, ach ja. Dekoboma hat gesagt, dass im Schrein deines Segen ein Sieg auf den Helden wartet. Schau doch mal nach. Jo, fix. Fraxino, ich habe schon mal gemacht. So wäre verstanden. Jetzt habe ich mir endlich einen Namen gemacht. Wenn du meinst. So. Jetzt müssen wir noch diesen Pilzkopf da Bericht erstatten. Ja, jetzt verlaufen hier. Dich meine ich. Was? Schon alle Prüfungen geschafft? Oh, nicht übel, gar nicht übel. Hey, was schaust du so? Willst du eine Belohnung haben, weil du alle Prüfungen bestanden hast? Dann werde ich wohl meinen Schatz überlassen müssen. Danke, dieser Edeltrüpfel ist zu imposanter Größe gediehen. Und besitzt eine starke Heilkraft. Als Kochsalz füllt er die Herzen bis weit über das Maximum hinaus. Versuch mal etwas mit einem Epoxy-Edeltrüpfel zu kochen. Was Gesünderes gibt's nicht. Du spürst direkt, dass du viel mehr Energie hast. Das ist ein kleiner Scherz. Probier es selbst aus. Oder war er kein Scherz, egal, wie auch immer. Oh, wer der Held? Ich habe gesehen, wie du das heilige Mantel aus dem Sockel gezogen hast. Wenn du mehr wissen willst, frag mich mal Markus. Denn Markus macht das schon. Wenn ich immer in diesen Wäldern helfen kann, Markus macht das schon. Ja, danke, alles gut. Hier gibt es natürlich Gott sei Dank viel schöne Pfeile. Alle bitte. Pfeile, die werden billig. Oh, die schön billig. 60 Rubine. Hier kann man richtig schön knacken im Bett. Nee, guten Abend oder guten Tag, Prostmahlzeit. Oh, entschuldige, ich bin gerade aufgewacht. Oh, du bist der Held, oder? Der Dekmo hat uns alles erzählt. Du hast also endlich den Weg in unseren Wald gefunden. Ich dachte schon, ich schlage Wurzeln, bis du hier aufkreuzt. Willkommen im Nabel des Dekobaums. Na, lecker. Hier im Bett wurde ich aus Blende gemacht, extra für dich. Hier kannst du dich hinfletzen und nachts und nach herzlos knacken, so viel du willst. Ein wahrer Held, auch ohne Schlaf, fit und viel. Aber ich mache mir extra für jeden Tag wirklich das Bett. Du brauchst nicht dafür bezahlen. Auch wenn du nicht müde bist. Knacken ist gesund. Ja, klar. Es gab Personen, die haben da Kacken gelesen. Wir haben es eh abends, deswegen werde ich mal bis morgens knacken. Ja, moin. Jo. Ne, ich will nicht gepennt. Ich habe gerade gepennt. So. Irgendwo war noch hier eine, ja. Willkommen, wow, bist du der Held? Willkommen in unserem Wald. Ich hatte ein Bild im Kopf, wie der Held wohl aussieht, aber du bist noch viel, viel, viel heldenhafter. Aber es ist auch immer noch Luft nach oben. Deswegen habe ich eine Prüfung für dich vorbereitet. Na, was sagst du? Zuerst der Prüfung? Juh, dann bringen wir einen Stab der Eismagie. Du weißt schon, einen mit diesem tollen Stäben, mit dem man sogar dann friert. Eispyramagie verwenden sie, Unheil anzurichten, aber diese
In Händen eines Heldens können sie den Staub der Eismagie bestimmt ganz, ganz gut bewirken. Ich hatte so ein Ding mal. Betonung liegt auf Happen. Irgendwo hier vorne war aber noch ein Rock. Ja, wo bin ich jetzt? Ach, hier bin ich auch verlaufen, fast schon. Die Frage allerdings, es gab irgendwie. Quest Legendary Rabbit Terry irgendwas. Kannst du nicht genau lesen, ist ein bisschen abgeschnitten. Aha, okay. Das ist diese Hasen, ja. Das hier ist die Freezing Rod, also dieser Eisstab. Die hier Head to a Third Encounter. Was auch immer das auf Deutsch heißen soll. Da bin ich echt überlegen, ob das nicht vielleicht sogar das Ding auf dem Baum oben drauf ist. Wo ich eigentlich dann nicht hochkomme. Naja, dann werden wir aus dem Krogwald wieder verschwinden, denn ich brauche eh die paar Bilder. Und dann würde ich sagen, wir setzen unseren Weg hier schön fort. Ja, machen wir das so. Und es war klar, dass es anfängt zu regnen. Naja. Wesen die Teleport-Session war lang genug, dass ich mal ganz kurz auf Toilette gehen konnte. So. Genau, jetzt können wir unsere Pferd nehmen. Wie gesagt, unser Weg hier schön fortsetzen, um hier das ganze Gebiet abzugrasen. Aber Vorsicht, hier irgendwo ist noch ein Leune. Leider. Genau. Ja. So ist der Plan. Der Plan ist gut. Meisteraxt. Ein zum Kämpfen versteckte Axt mit zwei Schneiden. Weil nur ein wahrer Meister fünf damit umgehen konnte, hielt sie ihren Plan. Oh, das Holz ist auch. Also hat sich auch wieder regeneriert hier. Auch nur ein Holzbündel, schade. Und ja, im Stall gibt es auch einen Hund, aber das Ding ist. Man braucht nicht überall den Hund zu füttern, weil es eh nichts Wichtiges ist und man braucht eigentlich für die 100%. Genau, ich werde mein Pferd Schimmel abholen. Ich muss unbedingt eine kleine Obstwiege lang fliegen, wieder mal. Na, eigentlich das erste Mal dieses Jahr. Wie viele Nerven. Oder kennt ihr es, wenn ihr draußen im Garten arbeitet oder sowas? Und ihr dann irgendwie verschwitzt seid, weil ihr gerade irgendwas Anstrengendes gemacht habt und die ganzen kleinen Fliegen die ganze Zeit um euch herumfliegen und sie müssen euch nerven. Dann kleben die am Mund und überall. Ey, sowas kann ich absolut gar nicht ab. Das war einmal ganz extrem, wo wir unseren Rasen ausgetauscht haben gegen Wollrasen. Habe ich mir echt ernsthaft Erde an den Bagger geschmiert, nur damit die scheiß Fliegen auf mich herumzufliegen, weil es so genervt hat. Was? Das war einfach nur ätzend. Jo. Genau, wenn wir irgendwo mal einen Eisstab finden sollten. Ich weiß auch ungefähr, wo es einen gibt. Und zwar muss es irgendwo hier sein. Ja, ungefähr. Müsste da einer sein. Ja, hier ist ein Eberhorn, genau. Ja, genau, da war ja Schloss Hyrule Lustgarten da hinten. Ich muss da hochkommen irgendwie. Deswegen gehe ich hier hoch.
Boah, nee. Bitte lasst mich einfach in Ruhe. Niemand greift mein Pferd an. Ach so, der Deko-Wald. Okay. Da vorne bei der Säule ist was. Und aus den Säulen kommt er, wie wir dann den zweiten Teil wissen, beziehungsweise den Spin-Off, kommen aus den Säulen die ganzen Fechter raus. Das war von Anfang an aber schon klar, dass dann die Wächter rauskommen. Die werden ja drin wahrscheinlich gebunkert oder sowas. Und die schießen ja nur rauf, wenn die Verheerung da ist. Hoffen wir mal, dass diese Drohne uns nicht sieht. Muss ich einfach mal ganz kurz sagen, echt, dass wir sind sehr nah am Schloss. Wie ich mal bereits sagte, so nah und doch so fern. Das wäre ein guter Folgenanfang gewesen für irgendeinen der Parts, wo wir um den Schloss Crocs gesammelt haben. Aber ist mir erst während der Folge aufgefallen. Dann hätte ich echt Folgenanfang nutzen können. Naja, egal. Jetzt geht es erkunden erstmal weiter. Wir gehen immer auf die Ulmo-Anhöhe. Und versuchen da uns die Crocs zu krallen. Ja, guter Plan. Uns fehlen noch, ja, viele Gebiete. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück fehlen uns noch. Dann haben wir auch alles. Aber was hast du schon enorm viel an Gebieten erledigt? Muss ich einfach mal so sagen, wir haben schon echt viel erledigt. Aber noch nicht mal die Hälfte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. War doch ein bisschen mehr als die Hälfte haben schon erledigt. Was? Wie viel uns einfach noch bevorsteht. Und vielleicht kann man sich denken, wo wir jetzt hingehen. Natürlich zu den Ornis. Allerdings wird erstmal hier den ganzen Spaß erledigen hier. Und dann hier wiederum alles machen. Gut, vielleicht an dem das Gebiet hier. Dann das hier. Dann Gerudo. Oder so. Mal gucken, wie wir es machen. Das muss ich einfach mal schauen. Aber erstmal geht es hier bei den Crocs. Ah, okay. Ach ne, es ist so ein Croc. Das wäre so ein komplexes Croc-Rätsel. Aber dabei ist es einfach bloß so ein einzelner kleiner Croc. Ja, für dich fährt, kannst du erst in den Schleim batzen. Ein Krokrad. Hey. Oh, wenn ich schon das kleine Vieh höre. Ich warte, bis es
Ich wollte den Baum einfach in die Luft sprengen und durch die Druckwelle das Ding kaputt machen. Aber das Gewitter hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Finde ich schade, wäre die deutlich coolere Methode gewesen. Oh, ey, das war einfach nicht die Stempel entfernen kann, wenn man da rangezoomt hat. Schon echt nervig. Okay, Pferd, komm her. Erledigt. So. Dann gehen wir mal in die Richtung hier. Und ich hoffe, du erschreckst dich nicht so dolle, Pferd. Aber ich bilde mir ein, hier oben war auch noch ein Inox. Da bin ich mir gar nicht so genau sicher mehr. Aber erstmal möchte ich da runter. Und das Schloss sieht sehr bedrohlich aus. Naja, noch sind wir noch nicht da. Ah, okay, es ist so ein Krog. So einer. Jetzt einmal eine 90-Grad-Drehung. Und dann wiederum hierhin zu gehen. Und hier die Krogs sollen trotzdem ja aufpassen. Denn auf großen freien Flächen ist es ein guter Ort für Leunen. Und irgendwo auf dieser Anhöhe war auch ein Leunen, das weiß ich auch noch. Und es war klar, dass es hier regnen muss. Denn beim Regen kann ich natürlich nicht klettern. Ach du Scheiße, jetzt kann ich diesen Krogs, ne? Ein bisschen Geduld und ein bisschen Können mit dem Bogen. Hä? Als ob er nicht getroffen hat. Endlich, ich will aber auch Zeit überlassen. Krebeldickes Ding. Dann werde ich jetzt diesen Krog reiten. Mit dem Pferd kann ich Leute wenigstens schnell ausweichen. Aber dennoch, wir müssen es ja nicht herausfordern. Ja, da ist er schon. Uff, das war jetzt wieder knapp. Ob ich gegen den Leuten kämpfen könnte, weiß ich nicht. Ich möchte es einfach nicht herausfordern. Weil das ist klar. Der macht mich platt. Ich habe es einmal geschafft, am Mastermodus gegen Goldenen zu kämpfen. Habe ich mit meinem Cousin die Challenge probiert. Weil, wo ich bei ihm war, habe ich es nicht geschafft. Erst auf dem Autoheimfahrtweg habe ich es geschafft. Das war auch richtig komisch. So, meine Maritta-Rügel. So, genau. Jetzt reiten wir zu diesen Krog hier, holen die. Machen das so hier. Holen die unten in der Schlucht. Oder an der Schlucht, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ob ihr es hier gerade seht. Wenn ich langsam mache, sieht man wirklich so einen Schatten um die Blätter herum. Merke ich jetzt erst. Aber ich greife gerade in die Richtung des Leuten geritten bin. Ey, Pferd, pass bitte auf. Wir haben eigentlich gar keine Metallwaffen an uns. Och, die Dorftrottel.
Mach keinen Scheiß, Pferd. Okay. Stein. Wo bist du, Stein? Na, aber doch nicht hier oben auf dem Maritta-Hügel drauf. Oder etwa doch. Na egal, jetzt kann ich mir den Krog erstmal holen hier. Den Lamborghini-Krog einmal einsammeln. Dann einmal darauf achten, wie das hier ist. Oder wo der Stein ist, weil ich weiß es ganz ehrlich nicht. In die Richtung mal fehlt, liegt er meistens auch. So, was kann da mein Pferd drauf zu schießen? Oh, nee. Jetzt haben die mich wieder bemerkt. Hast du gerade mein Pferd angegriffen? Weißt du, was passiert? Das passiert mit dir. Todesstrafe. Oh. Das war aber nicht mein Pferd, oder? Ey, wenn mein Pferd rastet sich aus, dann brauche ich ein neues. Ach, da ist es ja. Okay. Ich habe ein Lagerfeuer erschaffen. Ah, da ist der Stein. Jetzt war noch mal kurz Action hier. Ja, alles gut, ich bin da. Strafen müssen halt eben sein, ne? Wer mich mal angreift, muss er mit einem Gegenangriff rechnen. So ist das halt. Kann man nicht ändern. Und das Pferd, das ist halt eben tot jetzt. Kann man auch nichts ändern. Du kannst der Pferde wiederbeleben. Jetzt geht es auf zu den da vorne. Die zwei. Bin auch sehr nah an Dingsbums dran. Bamedo. Ob der mich. Okay. Oha, okay, jetzt muss ich halt eben noch den da vorne holen. Danke, liebes Pferd, so brav, ob ich warten tust. Und der ist ja auch gar kein Problem, der Krog. Denn es ist so ein Baumstumpfkrog. So. Jetzt haben wir schon die ganze Ebene fast fertig. Jetzt renne ich zu diesem Krog. Oh, beim Ritterhügel war ja oben noch hier ein Schrein drauf.
Den müssen wir auch dann mal abholen. Wir sind wirklich sehr nah an Tabanta. Also das Lieblingsvolk von mir, von den vier Hauptvölkern, ist von der Gegend, wo sie liegen, Tabanta, besser als Dorf der Onis. Das ist so ein schönes Dorf. Und ich finde die Onis in dem Spiel auch sehr schön designt. Ich fand die Wildwäger nicht so cool. Und ja. Ich bin mir nicht mehr sicher, wenn irgendeiner dieser Parts hat das zu irgendeinem Gebiet gesagt. Nee, Quatsch. Die Krogmaske, die wir alle kennen und hassen, lieben gleichzeitig, weil sie eben so eine ungenaue Angabe macht, wo die Krogs sind. Das ist ein Krog drin. Und ich bin mir nicht sicher, wenn man bei The Legend of Zelda The Wind Waker, gab es da nicht einen Krog, der irgendwie gestorben ist oder sowas? Und aus dem soll der Theorie nach die Krogmaske angefertigt sein, weil der Krog soll tot sein. Oh, jetzt kann ich mir was zeigen. Naja, oder auch nicht. So viele Ballons, sage ich schon. So viele Crocs habe ich schon wieder verballert. Pfeile meine ich. Jo, Freunde. Wie es dann auch weitergeht, dann seht ihr in der nächsten Folge. Bei der Legend of Zelda Breath of the Wild. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo und ein Kommentar. Würde mich sehr freuen und unterstützen würde es mich auch. Tschüss.